Hier kommt eine Kurzversion von dem Transkript der Dokumentation über Sri Ramana, einen indischen Nicht-Guru, der sich nie als Guru bezeichnet haben wollte. Ja, und weil das Material gar so einen Mindfuck-Charakter hat, werde ich da noch die besten Zitate raussuchen, die man jeweils im Raum verklingen lässt und wirklich drüber meditiert, weil ich das aus jeglichem Konzept hebt. Und wir sind für gewöhnlich tief drin in dieser Wahrnehmung von ich bin diese Person und da draußen, und wir versuchen es irgendwie mit den ganzen spirituellen Lehren immer wieder Druck zu holen in die Harmonie, aber es ist irgendwie immer ein Hinterherlaufen. Und es scheint, als ob das so einfach, es muss auch einfach sein, eigentlich ein Schlüssel ist, der Schlüssel ist. Ja, da hören wir jetzt rein. Im Jahr 1896 verließ ein 16-jähriger Schüler seine Familie, wie von einem inneren Drang angetrieben, und machte sich langsam auf den Weg nach Tiruvannamalai. Vor seiner Ankunft hatte der Junge Erleuchtung erlangt, in seiner Heimatstadt Madurai. Eine spontane Erkundung seiner wahren Natur hatte zur vollständigen und dauerhaften Auflösung seines Gefühls, eine individuelle Person zu sein, geführt. Es wurde zu einem direkt erfahrenen Wissen, das identisch ist mit dem unmanifestierten Substrat, in dem alle Phänomene der Welt auftauchen und verschwinden. Bei seiner Ankunft in Tiruvannamalai warf er all sein Geld und all seine Habseligkeiten weg und präsentierte sich der Gottheit im Tempel. Danach blieb er im Tempelbezirk, um sich einem kürzlich entdeckten inneren Gewahrsein des Göttlichen zu überlassen, welches er intuitiv als das innere Licht seines wahren Seins erkannte. Ein Zustand, den er später Bewusstsein nannte, oder das Selbst. Ramanas Erfahrung und Wissen, wer und was er war, blieb mit ihm, unabhängig davon, ob sein Körper bei Bewusstsein war und mit der Umwelt interagierte oder in einem Zustand des Tiefschlafs. Normalerweise ist das volle Erkennen dieses Gewahrseins nur durch spirituelle Praxis oder göttliche Gnade zu erlangen, nach einer langen und mühsamen Zeit der Anstrengung. Aber in seinem Fall geschah es spontan, ohne vorherige Anstrengung oder Wunsch. Ramana bemerkte die Bedürfnisse seines Körpers nicht mehr, wodurch dieser zunehmend verfiel, da er selten bewusst genug war, um zu essen oder sich um andere Bedürfnisse seines Körpers zu kümmern. Insekten fraßen seine Schenkel an, aber die Glückseligkeit seiner inneren Erfahrung war so intensiv, dass er nie den Zerfall seines Körpers bemerkte. Sri Ramana sprach sehr wenig. Stattdessen kommunizierte er das Wesen seines Zustands durch Stille. Er wusste aus Erfahrung, dass wenn er einfach in sich selbst vertieft blieb, in sein eigenes Gewahrsein, dass die Menschen in seiner Nähe durch eine Art Osmose beginnen würden, diesen Zustand für sich selbst zu erfahren. Er war bereit, verbale Antworten auf Fragen zu geben und praktischen spirituellen Rat, aber er hielt dies für unterlegen und für eine indirekte Form der Übertragung. Wenn Leute beklagten, dass die Äußerungen Sri Ramanas nichts mit ihrer eigenen Erfahrung zu tun hatten, so empfahl er oft eine spirituelle Praxis, auch bekannt als Erkundung des Selbst oder Self-Inquiry. Er hat diese Technik so oft und energetisch empfohlen, dass viele Menschen dies als das markanteste Merkmal seiner Lehre ansahen. Er lehrte, dass die Idee, dass man lediglich eine Person ist, welche einen Körper bewohnt, herausgefordert und eliminiert werden kann, indem man sich ausschließlich auf den Sinn von Ich konzentriert, welcher all unsere Aktivitäten registriert und koordiniert. Wenn man denkt, ich bin wütend oder ich sehe einen Baum oder ich bin ein Anwalt, ist da ein Ich, das glaubt, dass es all diese Dinge erlebt. Sri Ramana hat gelehrt, dass dies ein Fehler ist, welcher entsteht, weil wir uns dieses Ich nie ganz anschauen, beziehungsweise dieses Ich, das all diesen Gedanken zugrunde liegt, nie gänzlich in Frage stellen. Ein wachsamer Fokus auf das Ich und nicht auf die Dinge, über welche es dauernd nachgrübelt, bewirkt, dass das Gefühl, eine Person zu sein, abnimmt und stirbt, wodurch ein wahres Wissen über das Selbst am Ende übrig bleibt. Dieser Zustand, in dem das individuelle Ich verschwunden ist, wird als
Selbstrealisierung oder Befreiung bezeichnet. Genauso wie wir nachts eine Traumwelt projizieren, so lehrte uns Sri Ramana, dass die Welt, die wir vor uns sehen, nur eine Projektion von demjenigen ist, der sie sieht. Die Projektion manifestiert sich auf dem Bildschirm des Bewusstseins, wohingegen wir es als vollkommen real betrachten und uns vorstellen, dass wir auch in dieser Welt sind, in der wir all diese Dramen durchleben. In dieser selbst erschaffenen Welt erhalten wir ein Skript, das unsere Aktivitäten determiniert. Wir sind unwissende Schauspieler in einem Schauspiel, welche vergessen haben, dass wir eigentlich nur dem gottgewollten Skript folgen. Wir können nicht erkennen, dass wir der Bildschirm sind, auf denen sich die Aktionen entfalten, und glauben fälschlicherweise, dass wir einer der Charaktere sind. Die Quelle der Projektionen ist das Ich, das sich mit dem Körper identifiziert und dann eine falsche Traumwelt erschafft, in der es spielen und leiden kann. Untersuchung der Natur und Herkunft dieses Ich stoppt die Projektion und etabliert uns in jenem Zustand, wo wir eins sind, mit dem unteilbaren Bewusstsein, in dem alle Schöpfung erscheint und verschwindet. Das ist Befreiung. David Goodman, ein Schriftsteller, sagt: Dann eines Tages bei Blackwell in Oxford fiel dieses Buch buchstäblich in meinen Schoß. Jemand auf der anderen Seite der Regale schob sein Buch hindurch und auf meiner Seite fiel das Buch heraus in meinen Schoß. Und das war mein erstes Ramana-Buch in meinen Händen. Im Gegensatz zu jedem anderen Buch, das ich je gelesen habe, hat mich dieses Buch nicht dazu bewegt, ein anderes Buch zu kaufen. Es hat mich zum Schweigen gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat meinen Verstand wie ein Zug auf seinen Gleisen abrupt gestoppt. Irgendwie hat das Buch, welches aufzeigte, wie man im Geiste still sein kann, einfach eine Kraft in seinen Worten, um mich in diesen Zustand zu versetzen, während ich es las. Die wahre Unterweisung findet in Stille statt. Und diese Stille zu erleben bedeutet nicht nur einfach den Mund zu halten. Es ist vollkommene Stille des Geistes. Sobald dein Geist in der natürlichen Stille etabliert ist, und hier geht es nicht darum, ob man redet oder nicht, es geht nicht darum, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, sondern diese innerste Wahrheit in dir zu entdecken. Das ist, was mit Ramana geschehen ist. Die Menschen fühlten sich zu Bhagavan, das ist ja wohl ein Synonym für Ramana, hingezogen, weil er etwas zu bieten hatte, das sehr einzigartig ist. Er zeigte auf etwas, das wir alle erleben. Das Gefühl des Ich. Wobei wir jedoch etwas im Unklaren darüber sind, was wir mit diesem Ich genau meinen. Bhagavan sagte, die Schriften könnten nützlich sein, um Begeisterung zu schüren oder um ein paar grundlegende Fakten zu geben. Aber er sagte, an einem bestimmten Punkt musst du deine Bücher beiseite lassen und dich ganz auf dieses Gefühl von Ich fokussieren. Er sagte, dass weder Bücher noch intellektuelles Wissen dir dabei helfen werden. Du musst üben. Jnani stammt ab vom Sanskritwort für Wissen, Jnana. Und das I am Ende des Wortes Jnani bedeutet, jemand, der Jnana, Wissen besitzt. Es ist kein Wissen über Dinge, Objekte. Es ist Wissen darüber, wer oder was du wirklich bist. Jemand in diesem Zustand wird in Indien verehrt als jemand, der das letzte, ultimative Ziel des Lebens erreicht hat und in gewissem Sinne eins geworden ist mit Gott. Er hat sein individuelles Identitätsgefühl vollständig transzendiert und ist eins geworden mit dem Substrat, das allem grundlegend unterliegt. Wenn du bereit bist, wie es Ramana offensichtlich war, dann wird sich das Selbst im richtigen Moment offenbaren. Es ist eine klare, nicht-duale Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, in der es keine Trennung gibt zwischen dem, der die Erfahrungen macht, und der Erfahrung an sich. Er zeigt dir auf die unmittelbare Erfahrung dessen, was ist. Das wahre Ich, das er erlebt hat, ist jenseits von Gedanken und daher jenseits von Worten. Es ist die Basis, auf der alles erscheint. Also ist es die fundamentale Realität, die ewige Realität. Also kann es nicht adäquat in Worten beschrieben oder in Gedanken erfasst werden. Bhagavans grundlegende Arbeitshypothese, welche er jeden bat zu akzeptieren und damit zu experimentieren, ist,
dass dein individuelles Gefühl, das Ich, das sagt, ich bin glücklich oder ich muss dies tun oder ich sehe diesen Baum an, eine falsche Entität ist, welche nur dadurch zu entstehen scheint, weil sie sich mit äußeren Objekten assoziiert. Zum Beispiel, ich sehe den Baum. Ich ist das Subjekt, Baum ist das Objekt. Er sagte, dieses individuelle Gefühl von Ich kann nur bestehen bleiben, solange es sich mit etwas assoziiert. Was er den Leuten empfahl, war, alle Assoziationen des Subjekts, Ich, mit allen Objekten, Erinnerungen, Wahrnehmungen und so weiter, zu unterlassen. Er sagte, wenn du unbeirrt an diesem inneren Sinn des Ich festhalten kannst, welcher der Denker deiner Gedanken, der Wahrnehmender deiner Wahrnehmungen sein soll, dann kann es nicht für sich allein in Isolation existieren. Es muss absinken und zu seiner Quelle zurückkehren. Und wenn das passiert, verschwindet es und enthüllt die Wahrheit dessen, was du wirklich bist. Er sagt, es existiert nur, weil du versäumst, seine Realität in Frage zu stellen. Und wenn es aufkommt, assoziiert es sich immer mit Dingen. Und wenn du diese Verbindung durchtrennen kannst, geht es zurück nach Hause, zum wahren Selbst und verschwindet komplett. Was ich wirklich ist, ist das eine unendliche Ganze. Die Basis, auf der alles andere erscheint. Maharishi sagte, finde heraus. Er sagte nie, ich lehre euch das. Er sagte, finde es selbst heraus. Sind es 6 Milliarden Ichs? Oder gibt es vielleicht nur ein universelles Ich, auf welches sich alle 6 Milliarden Körper beziehen? Ramanas Lehre war sehr simpel. Er war nicht darauf bedacht, die spirituelle Suche zu mystifizieren. Er versucht immer, jene Dinge beiseite zu lassen, die nicht wirklich wichtig waren. Denn das, was er erlebt hat, ist die ultimative Realität. Und er erlebte die ultimative Wirklichkeit als sein ureigenes Selbst. Das hat nicht nur den Menschen gefallen, auch die Tiere fühlten sich wohl in seiner Gegenwart. Diese Anziehungskraft können wir durch keine einfache Theorie erklären. Das Endergebnis für Bhagavan war Glück und Frieden. Und er sagte, wenn du in Gegenwart von jemand sitzt, der dauerhaft in diesem Zustand etabliert ist, dann springt dieses Glück und dieser Friede auf dich über. Also sagte er, sitz mit jemand zusammen, der in diesem Zustand ist. Sitz mit jemandem, dessen Geist absolut still ist, der das Verlangen vollständig überwunden hat. Bhagavan antwortete, aber meine Lehren entstammen meiner eigenen Erfahrung. Sie sind von nichts anderem abhängig. Advaita Vedanta ist eine Philosophie der Nicht-Dualität. Es ist eine Erfahrung, in der es nicht zwei gibt. Es kann also nur eine Erfahrung sein, in der man sich selbst erfährt. Da war etwas an diesem Mann, das die Gemüter beruhigte und sie glücklich machte. Das machte sie friedlich und ließ für sie mehr von diesem Frieden zurückkommen. Ramana Maharishi deklarierte sich niemals als Guru. Das Herz, das ist der Ort der Glückseligkeit. Das ist der innere Guru. Das ist Aruachala Ramana. Er sagte, das Finale, was die Hindus Paramata nennen, ultimative Wahrheit, bedeutet so viel wie keine Geburt, kein Tod, keine Schöpfung, keine Auflösung. Das ist nichts, nur das unmanifestierte Selbst. Wenn du das Gegenteil glaubst, dann bedeutet das, dass du dich mit einem bestimmten Geist und einem bestimmten Körper identifizierst, der an einem bestimmten Ort geboren wurde und sich an einem bestimmten Zeitpunkt wieder auflösen wird. Bhagavan sagte, das ist dein Problem. Solange du dich als eine bestimmte Person identifizierst, die einen Körper mit einem Verstand bewohnt, dann wirst du allen Begrenzungen unterworfen sein, welche diese begrenzende Idee mit sich bringt. Er sagte, es ist gut möglich, sich von dieser begrenzenden Idee zu befreien. Er wies uns darauf hin, dass wir ein fehlerhaftes Wissen darüber haben, was Ich ist. Jetzt erfahren wir einen Körper als Ich, einen Geist als Ich. Wir nehmen an, eine Person zu sein. Ihm zufolge ist das nicht real.
Er bittet uns, unsere menschliche Erfahrung zu analysieren, in unseren drei Zuständen: Wachzustand, Traumzustand, Tiefschlafzustand. Im Wachzustand nehmen wir an, dass dieser Körper das Ich ist. Aber im Traum erfahren wir weiterhin dasselbe Ich. Allerdings erleben wir nicht diesen Körper. Wir erfahren einen anderen Körper, einen vom Geist projizierten Körper. Weil wir Ich im Traum erleben können ohne diesen physischen Körper, kann Ich nicht mit diesem physischen Körper identisch sein. In ganz ähnlicher Weise, wie wir jetzt Ich erfahren, ohne uns gleichzeitig in unserem Traumkörper zu befinden. Diese Körper können nicht Ich sein. Also jeder Körper, den wir als Ich erfahren, ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Es ist nicht das, was Ich im Wesentlichen ist. Er sagte, wenn dieses Ich, welches der Koordinator der Aktivitäten im Wach- und Traumzustand ist, verschwindet, dann wirst du feststellen, dass es auch im Tiefschlafzustand verschwunden ist. Und dann sagte er, zu wissen, dass du die ganze Zeit das Selbst bist, bedeutet, dass dir das Gewahrsein des Selbst auch nicht um 3 Uhr morgens während der Tiefschlafphase fehlen wird. Das, was die drei Zustände transzendiert, kann auf keinen Fall durch die drei Zustände begrenzt sein. Es kann nicht etwas sein, das nicht auch in den drei Zuständen existiert. Es muss etwas sein, das in den drei Zuständen existiert, jedoch auch vollkommen unabhängig von den drei Zuständen existiert. Das allein definiert das Transzendieren der drei Zustände. Bhagavan sagte, er sei sich des Selbst vollkommen bewusst, sogar während des Schlafs. Und ich denke, das ist einer der Hauptindikatoren dafür, für dieses Jhana, dass sich die Zustände des Wachens, Träumens und Tiefschlafens im Selbst nacheinander ablösen und dann endlos wiederholen. Du hast die ganze Zeit das Gewahrsein des Selbst, währenddessen diese drei Zustände kommen und gehen. Aber zu keinem Zeitpunkt verlierst du das Gewahrsein des Selbst. Er sagte, die Welt ist eine Projektion des Ich, genauso wie die Traumwelt eine Projektion des Träumenden ist. Er sagte, wenn dieses Projektionssystem verschwindet, dann siehst du nichts mehr als außen oder innen, du erkennst es einfach als dein eigenes Selbst. Falls dieser Körper Ich ist, muss er real sein, weil Ich real ist. Falls dieser Körper real ist, da er Teil der physischen Welt ist, muss die physische Welt real sein. Aber das ist alles relativ zu unserer Erfahrung. Wenn wir also darüber sprechen, was real ist, müssen wir unterscheiden zwischen dem, was relativ real ist, und dem, was absolut real ist. Was absolut real ist, kann in keiner Weise bedingt sein, kann nicht auf etwas anderes bezogen sein. Es muss in sich selbst real sein. Wir nehmen die Realität als das, was von den Sinnen wahrgenommen wird, wohingegen im Hinduismus die Realität etwas ist, das die ganze Zeit existiert. Etwas, das sein eigenes Wesen hat. Und etwas, welches durch sein eigenes Licht scheint. Nach der Erfahrung von Bhagavan Ramana ist diese Welt nur ein Traum. Die sehr einfache Definition der Realität, die Bhagavan Ramana gegeben hat, der absoluten Realität, lautet: Es muss ewig sein. Es muss unveränderlich sein. Und es muss sich aus sich selbst heraus illuminieren, erleuchten. Sich aus diesem Selbst heraus illuminieren bedeutet, es muss sich selbst erfahren durch das Licht des Selbstgewahrseins. Nach dieser Definition ist Ich die einzige Sache in unserer Erfahrung, die wirklich dauerhaft ist. Realität ist das, was existiert und leuchtet, wenn alles, was kommt und geht, weg ist. Was auch immer auf einmal erscheint und zu einem anderen Zeitpunkt verschwindet, kann nicht echt sein. Wenn wir zum Beispiel einen Traum erleben, scheint er so real zu sein. Sobald wir aus dem Traum aufwachen, scheint er unwirklich zu sein. Genauso taucht auch der Geist auf und verschwindet dann wieder. Der Geist, der Erfahrende von allem zu sein scheint, erscheint und verschwindet jedoch auch, unterbrochen durch Tiefschlaf. Aber wir erleben das Erscheinen und Verschwinden des Geistes. Also wir, das ist das Ich, das dem Geist zugrunde liegt, sind eine unveränderliche Wirklichkeit, die nicht erscheint oder verschwindet und daher immer erfahrbar ist. Also nach dieser Definition ist Ich allein real.
Dinge, die erscheinen und verschwinden, werden in der Hindu-Philosophie nicht als real betrachtet. Wenn er sagt, dass die Welt nicht real ist, meint er damit, dass sie nicht immer da ist und deshalb durch das Ich bedingt ist. Er sagte, wenn es um 3 Uhr nachts im Tiefschlaf keine Welt wahrzunehmen gibt, kannst du nicht sagen, dass sie wirklich da ist, weil sie abhängig davon ist, dass du aufwachst und sie im Wachzustand wahrnimmst. Er sagte, da ist was anderes, etwas vor alledem, was niemals weggeht, das durch sein eigenes Licht scheint, welches immerwährendes Dasein hat, welches dein eigenes Dasein ist. Und das ist das Selbst, das ist die Realität. Alles andere kommt und geht als Erscheinungen in diesem Dasein. Ramana erklärt uns also, wie das Ich weder der Körper noch der Geist ist. Um zu erfahren, was Ich eigentlich ist, müssen wir erkunden. Das nannte er Atma Vichara, Selbsterkundung, oder die Erkundung, wer bin ich? Der einzige Weg, um Ich zu isolieren von allem anderen, ist unsere Aufmerksamkeit zu konzentrieren, ausschließlich auf Ich. Denn je mehr wir uns nur um eine Sache kümmern, desto mehr sind andere Dinge von unserer Aufmerksamkeit ausgeschlossen. Je mehr wir uns also nur auf Ich konzentrieren, je mehr wir versuchen, nichts anderes als Ich allein zu erleben, desto mehr werden andere Dinge von unserer Erfahrung ausgeschlossen. Nur wenn wir Ich in völliger Isolation von allem anderen erleben, werden wir Ich so erleben, wie es wirklich ist. Er sagte, dass sich die Selbsterkundung nur mit dem Ich befasst, sich selbst total in das Ich absorbieren. Jede andere Methode führt dich vom Ich weg zu einem Objekt, das du dann kontemplierst. Also sagte er quasi, Festhalten am Ich ist direkt, wohingegen alle anderen Methoden indirekt sind, weil sie dich vom Selbst wegführen und nicht zum Selbst hin. Also Maharishis Lehren, wenn du es in ein Wort packen möchtest, ist Aufmerksamkeit. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Wahrheit, die in dir ist. Jeder von uns muss sich selbst erkunden, um herauszufinden, was bin ich? Was dieses Ich wirklich ist? Bhagavan sagte, halte dich nur an das Ich. Sieh zu, wie es verschwindet. Und du wirst erstaunt sein, was damit zusammen alles verschwindet. Als erstes verschwindet die Vorstellung, dass da draußen eine Welt von dir entfernt ist. Und zweitens sagte er, die Idee von Zeit und Raum. Sie sind konstruiert, hergestellt von dem individuellen Ich, um die Welt zu platzieren in einem Kontext. Wenn dein persönliches Ich verschwindet, verschwindet die Welt als ein Objekt. Zeit und Raum verschwinden ebenso. Es ist das Unterbewusstsein. Swami Shantananda Puri, was die Geschichte des Dramas oder des Traums erschaffen hat. Und es hält die Show am Laufen. Das absolute Selbst ist die ultimative Realität. Ohne das Selbst gibt es gar keine Welt. Wenn du versuchst, Realität oder Glück zu finden oder irgendwas durch eine projizierte externe Suche, wirst du versagen. Es ist in der Tat dasjenige, was das Suchen durchführt, nicht etwas, wonach du suchst. Es ist etwas von Natur aus Stabiles. Es ist die ganze Zeit da. Und die Aktivitäten deines Verstandes haben es einfach verschleiert. Das Einzige, was sich nicht ändert, ist Ich. Der Geist verändert sich ständig, der Körper verändert sich auch ständig. Weil wir Geist und Körper mit dem Ich verwechseln, fühlt es sich so an, als ob sich das Ich verändern würde. Was Ramana sagt, ist, dass wenn du denjenigen los wirst, der sieht, dann wird das, was gesehen wird, ebenfalls verschwinden. Das muss ich nochmal wiederholen. Wenn du den los wirst, der sieht, dann wird das, was gesehen wird, ebenfalls verschwinden. Das ist recht schwer logisch zu akzeptieren, aber er sagte, das Wahrgenommene ist vollkommen durch den Wahrnehmenden bedingt. Wenn es keinen Wahrnehmenden gibt, gibt es auch nichts Wahrzunehmendes mehr. Und wenn beide verschwinden, hast du herausgefunden, was du wirklich bist und was die Welt wirklich ist. Das Einzige, was keine Illusion sein kann, ist die Tatsache, dass ich bin. Sogar um etwas Echtes zu erleben oder um etwas Illusorisches zu erleben, muss ich existieren, um das alles erfahren zu können. Also auch wenn alles andere illusorisch ist, ich muss echt sein. Ich existiere tatsächlich.
Doch obwohl es sicher ist, dass ich bin, es ist gar nicht so sehr klar, was ich bin. Was Bhagavan sagt, ist, dass wenn du etwas als getrennt von dir siehst, dann ist das ein Irrtum, eine falsche Wahrnehmung. Er sagt, wenn du alles, was du siehst, direkt als dein eigenes Selbst erkennst, also nicht getrennt von dir, in dem Sinne, dass es kein Ich in dir gibt, das etwas da draußen wahrnimmt. Er sagte, das ist das richtige Verständnis, die richtige Erfahrung der Welt. Er sagt nicht, dass es nicht da wäre. Er sagt, dass es lediglich eine falsche Idee, die es überlagert. Er sagte, das Wesentliche ist das Selbst, die Realität, in der du und die Welt erscheinen. Und solange du dir vorstellst, dass du in einem Körper bist und die Welt aus diesem Körper heraus betrachtest, wirst du leiden. Aber er sagte, sobald du die Vorstellung einer im Körper beheimaten Person loswirst, die von drinnen nach draußen schaut, dann findest du deinen eigenen natürlichen Zustand. Ganapati Muni, der große Sanskrit-Gelehrte, einer der größten im 20. Jahrhundert, ist ein Mann von erstaunlichem Intellekt und eine enorme Hingabe an Ramana. Die Welt ist nicht. Das Universum ist nicht. Der Kosmos unterscheidet sich nicht vom Geist. Und der Geist ist nicht getrennt vom Herzen. Er nahm diesen Berg, den du hinter mir sehen kannst, der Berg, der am Anfang auch erwähnt wurde, dieser heilige Berg, immer als seinen Guru. Als er in Form eines Gedichtes schrieb, seit meiner eigenen denkenden Kindheit hatte die Unermesslichkeit von Arunachala in meinem Gewahrsein geglänzt. Bedeutet, bevor er überhaupt rational denken konnte, da war etwas an diesem Berg, das auf ihn eine Heiligkeit ausgestrahlt hat. Und er dachte zuerst, es war eine Art himmlisches Reich, zu dem niemand auf der Erde gelangen konnte. Und als er in seiner Jugendzeit erfuhr, dass es da einen Ort gab, für den man tatsächlich ein Zugticket kaufen konnte, war es ein ziemlicher Schock für ihn. Im späteren Leben schrieb er daher all seine spirituellen Erlangungen der Kraft dieses Berges zu. Er sagte, dieser Berg ist mein Guru. Es ist mein Gott, es ist mein Selbst. Als er 12 Jahre alt war, starb sein Vater und all seine Verwandten weinten. Und er sah den Körper seines Vaters dort liegen. Er war verwirrt. Er sagte, warum sagen alle, der Vater ist von uns gegangen, wenn er doch gerade hier liegt? Die Leute sagten, nein, nein, das ist nur der Körper deines Vaters. Dein Vater ist von uns gegangen. Also rätselte er darüber. Er kam zu dem Schluss, ich kenne ganz genau das Ich in mir, aber das Ich meines Vaters hat angeblich seinen Körper verlassen. Dieser Gedanke war ein Samenkorn in seinem Geist. Und ein paar Jahre später, als er 16 war, sollte er nur Hausaufgaben machen in einem Zimmer im Obergeschoss seines Hauses und er bekam plötzlich eine intensive Todesangst. Und allgemein für die meisten von uns, wenn wir Todesangst bekommen, wandert unser Verstand nach außen, weil wir mit Familie, Freunden, Besitztümern verbunden sind. So viele Sachen. Wir beginnen über all diese Dinge nachzudenken, weil wir Angst haben, all das zu verlieren. Aber in seinem Fall, anstatt über etwas Externes nachzudenken, dachte er an das Ich. Was passiert, wenn dieser Körper stirbt? Was passiert mit dem Ich? Und er folgte dem Fluss. Er sah sich selbst an, versuchte herauszufinden, was es war, was zum Zeitpunkt des Todes stirbt und was nach dem Tod bleiben würde. Und innerhalb von ein paar Minuten war er irgendwie zu diesem Urzustand zurückgekehrt, der jenseits von Geburt und Tod ist. Und indem er den Rest seines Lebens verweilte. Er sagte, all dies geschah blitzartig, also fast ohne jeden logischen Prozess. Die intensive Todesangst ließ seinen Geist introvertieren, um herauszufinden, was dieses Ich ist. Was würde mit dem Ich geschehen, wenn der Körper stirbt? Und sein Körper lag einfach regungslos wie eine Leiche da und sehr intensiv richtete sich sein Geist nach innen, konzentrierte sich seine ganze Aufmerksamkeit auf Ich. Und dann hatte er eine klare Erfahrung dessen, was Ich eigentlich ist. Er realisierte, dass seine wahre Natur niemals sterben kann. Und es war so machtvoll. Diese Erkenntnis, diese tiefste Sinnesschau, dass es seinen Ego-Verstand austrieb. Und der Verstand kam niemals wirklich als egozentrierter Verstand zurück.
Er hatte absolut keinen Plan mehr. Er bat die Leute nicht zu ihm zu kommen. Er befahl ihnen nicht, irgendwas zu tun. Aber wenn du eine Frage gestellt hast oder interessiert warst, ob er das, was du gerade tust, für gut befand, sagte er, fein. Wenn du damit nicht zufrieden warst, sagte er vielleicht, ändere das. Und wenn du ihn direkt gefragt hast, wie erlange ich Erleuchtung, was ist der schnellste Weg dorthin? Seine Antwort war immer Selbsterkundung. Ramanas Großneffe, Sri Vasmani, sagt, Bhagavans Philosophie ist nicht vollkommen neu. Aber was das Große an Maharishi war, ist die Tatsache, dass er es gelebt hat. Im Hier und Jetzt hat er es gelebt. In der Gegenwart von Bhagavan fühlten wir uns alle natürlich, so natürlich. Das erklärt auch, warum die Vögel, Tiere und alles, sie waren alle so nah bei ihm. Leute erzählten oft, wie nett Bhagavan zu den Affen, Hunden oder Kühen war. Er schloss nichts und niemanden aus. Maharshi erweckte die älteste Tradition, dass du bereits schon glückselig bist, zu neuem Leben. Weil deine Aufmerksamkeit nach außen gerichtet wurde, findest du Elend. Deshalb richte jetzt die Aufmerksamkeit zurück auf dich selbst. Und dann gibt's da ein Foto von Bhagavan mit einem Regenschirm an einem regnerischen Tag nahe am Brunnen. Und direkt hinter ihm ist die Wand samt Wandbild. Die Reflexion vom Wandbild ist zu sehen, aber Bhagavans Reflexion ist nicht zu sehen. Es ist erstaunlich. Es ist kein mit Photoshop manipuliertes Bild. Es ist ein echtes Foto. Das erinnert mich dran, dass es heißt, dass wenn wir völlig von innen raus erleuchtet sind, dann haben wir keinen Schatten mehr. Und auch keine Reflexion. Und zu dem Foto, er sagte, sieh hin, er ist nicht der Körper. Wo ist der Körper? Er ist nicht da. Jeder ist Ramana Maharshi. Das ist die Einzigartigkeit von Ramana Maharshi. Als Hitler marschierte, schien er nicht aufzuhalten zu sein. Ein Mensch aus dem Westen fragte Ramana Maharshi in der alten Halle, Bhagavan, das passiert gerade, was wird mit der Welt passieren? Bhagavan hielt sich normalerweise in solchen Dingen sehr bedeckt, aber als er den Ernst und die Besorgnis des Westlers sah, sagte er, schau, es gibt einen Schöpfer. Er wird sich um seine Schöpfung kümmern. Also ist Glückseligkeit Ramana Maharshis Lehre. Glückseligkeit ist unser wahrer Zustand. Ist eines der berühmtesten Zitate von Ramana Maharshi. Es ist 100% wahr. Du bist zeitlos. Und wenn du Zeitlosigkeit erlebst, dann bist du immer glückselig. Jemand schrieb ein Buch, ein vedantischer Schülergelehrter, über Shankara und Einstein. Er schickte es zu Ramana Ashram und kam, um mit Ramana darüber zu sprechen. Und er fragte, hast du mein Buch gelesen? Und Ramana sagte, ja, ja, ja. Und was denkst du darüber? Bhagavan nahm Bezug auf die Analogie der zwei unterschiedlichen Beobachter an zwei unterschiedlichen Orten, die jeweils unterschiedliche Dinge sehen und wahrnehmen. Er sagte, ich akzeptiere diese Analogie nicht, weil ich weiß, dass es keine zwei unterschiedlichen Beobachter an zwei unterschiedlichen Orten gibt. Das ist deine Idee, dass du ein Beobachter an einem Platz bist, der die Welt sieht, deshalb projiziert, dass du auf die anderen Leute, die du in deiner eigens projizierten Welt siehst, dass sie auch Beobachter sind, welche die Welt sehen. Er sagte, das ist komplett falsch. Es gibt keine Mehrzahl an Beobachtern. Da bist nur du. Er sagte, du kannst keine Theorie formulieren, die ich akzeptieren werde, welche unabhängige, getrennte Beobachter beinhaltet. Er sagte, das sind überhaupt keine Beobachter. Noch nicht mal einer. In der Essenshalle sitzend beobachtete ich. Er sah still in die Runde. Er hat zugesehen. Nur ein Blick, eine Geste. Denn die Leute wussten, was in seinem Geist vorging. Und solche Leute, du weißt schon, die rumkommandieren, gestikulieren oder schreien, das war nicht notwendig für Bhagavan. Und dann ist hier ein Bericht, dass 1949 an ihm eine Operation durchgeführt war, und zwar die Entfernung eines Sarkoms im linken Arm. Damals wurde das elektrische Skalpell gerade neu eingeführt. Und er wurde gefragt, Sir, Sie haben die Operation an Bhagavan durchgeführt. Was war Ihr Eindruck, Sir? Er war langsam und ruhig, die ganze Operation hindurch.
zwei Dinge noch, um klarzustellen. Da kursierte ein Gerücht, dass Bhagavan nie ein Anästhetikum, also ein Narkotikum, genommen hat. Das ist nicht korrekt. Aber was spezifiziert werden muss, ist, dass für die große Operation ein leichtes Anästhetikum benötigt wurde. Bhagavan weigerte sich. Darum fragte ich, wenigstens eine lokale Betäubung? Das erlaubte Bhagavan. Mit einer lokalen Betäubung wurde die Operation dann durchgeführt. Währenddessen war er bei Bewusstsein und wach. Da war absolut keine Veränderung in seinem Gesicht, die gesamte Operation hindurch. Und dann fügte er hinzu, ich bin ein Chirurg. Mein ganzes Leben hindurch habe ich so viel Blut, Leiden, Schmerz und all das gesehen. Aber das war eine Offenbarung für mich, dass ein menschliches Wesen den Körper transzendieren kann. An diesem Tag konnte ich Bhagavan sehen. Im letzten Moment, Murugana, der älteste Jünger, fühlte, dass Ramana Maharshi sterben würde. Er weinte und weinte vor Bhagavan im Nirvana-Raum. Bhagavan sagte, ich habe dir oft gesagt, wenn du Ramana Maharshi mit diesem Körper identifizierst, dann wirst du enttäuscht werden. Aber Murunga erwiderte, ich weiß das, Bhagavan, aber ich bin dazu noch nicht fähig. Weißt du, Murunga, warum du immer und immer wieder Ramana Maharshi mit diesem Körper identifizierst? Ramana deutete auf seinen Körper. Weil du dich nicht davon befreit hast, dich mit deinem Körper zu identifizieren. Das war Murungans finale Initiation. Weil du dich nicht davon befreit hast, dich mit deinem Körper zu identifizieren. Erstaunlich, oder? In dieser modernen Zeit hat so ein menschliches Wesen mit uns gelebt. In der jüngsten Vergangenheit. Sri Ramana hat nicht nur praktischen Ratschlag gegeben. Er war ein immenser spiritueller Dynamo, welcher seine Kraft und seine Präsenz benutzen konnte, die falschen Ideen seiner Besucher auszulöschen. Und ihnen dann die Realität dessen zu zeigen, was sie wirklich waren. Das ist die Rolle des wahren Gurus. Das Dunkel der individuellen Ignoranz aufzulösen und den wahren, dauerhaften Zustand dessen zu offenbaren, was bleibt, wenn diese Ignoranz verschwunden ist. Sri Ramana führte ein makellos heiliges Leben. Er besaß nichts. Er lebte auf eine natürliche Art Zölibatär, also das Zölibat, und er war Suchenden zugänglich zu allen Tag- und Nachtzeiten. Niemand wurde je zurückgewiesen. Niemand wurde je Geld in Rechnung gestellt oder um eine Spende gebeten. Obwohl er niemals eine Organisation gegründet oder einen Drang dazu spürte, seine Lehren einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so hat er in den Jahrzehnten, seit er 1950 gestorben ist, einen immer größer werdenden Kreis von Bewunderern und Anhängern angezogen, die noch immer die Kraft seiner Präsenz fühlen und die unauflösbar von seinem machtvollen und befreienden Lehren angezogen werden. Ende des Transkripts von dieser Dokumentation über uns selbst. Erkenne dich selbst. Ja, als Afterload kommt jetzt noch einige Minuten spontan inspiriertes Kesspalaber. Das ist identisch mit in beiden Teilen, in der Kurzversion und in der langen, wer das also schon kennt, kann hier was auch immer. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es doppelt in beiden Videos vorkommt, weil es einfach noch eine schöne Abrundung ergibt. Weil Lebensumstände, anstatt da in eine enorm energieaufwendige Konfliktlösung, Beleuchtung, Zeprierung von wer, wo, was, wo die Sachen sind, wo man dran arbeiten kann, wo die Probleme, wo die Ursachen sind, und ist das jetzt wirklich bei mir auch in Schoß geschneit, ganz synchron. Und es befreit enorm, als es ist eine alternative Art, mit allem umzugehen. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen, die anderen Konzepte, die einen berühren, nicht auch anderen helfen, und die ganzen, man kann am Leben teilnehmen. Das soll nicht sein, dass man nur er hat den Weg zu, wenn du diese Erleuchtung lebst und bist, wie sich dann automatisch das ausstrahlt und dein ganzes Umfeld davon so weit inspiriert und verändert wird, weil du das ja bist.
das ist ja dann nicht mehr extern, dass du dann beobachten kannst, wie alles in Friede und Glück und Harmonie übergeht. Das ist wahrlich ein Experiment, das es wert ist, hingewiesen wurde. Und ich habe das dann auch in Meditation gemacht, dieses Wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich. Und wenn man das lang genug fragt, genauso wie Sadhguru empfiehlt beim Einschlafen, die 10 Minuten vorher mit dem Einatmen zu sagen, ich bin nicht mein Körper, und mit dem Ausatmen zu sagen, ich bin sogar nicht mal mein Mind. I am not my body, I am even not my mind. Ich bin nicht mein Körper, ich bin auch nicht mein Geist. Und wenn man diese Awareness, diese Meditation hält bis zu dem Punkt, wo man eine Sekunde davor ist, in den Schlaf zu fallen. Die wenigsten, sagt er, erkennen das, dass sie kurz davor sind, in den Schlaf zu fallen. Wenn du das bis zu diesem Übergangspunkt hältst und dann nochmal intensiv wiederholst, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Geist, dann, sagt er, ist es möglich, dass sich die Schlafenszeit, die du benötigst, auf unter 4 oder 3 Stunden verringert. Wenn es kombiniert wird mit einer Ernährung, die mindestens 50% lebendiges Essen enthält, also roh, und eben diesem Bewusstsein darüber. Das als spannender Quertipp, der da super mit reinpasst. Ja, Sadhguru ist wohl offensichtlich auch aus dem mit hervorgegangen. Na, da haben wir jetzt was zum drüber meditieren. Und wenn wir schon dabei sind, Empfehlung von Sadhguru ist auch, dass man bezüglich Schlafen mit dem Kopf nicht nach Norden legt, weil in Blut ist ja Eisen, und das richtet sich dann extrem so aus, dass du das Gehirn enorm gut durchblutet hast und aber dementsprechend nicht leicht in Schlaf fällst und unruhig schläfst und noch andere Auswirkungen sein können, die nicht unbedingt angenehm sind. Er sagt, das Beste ist, mit dem Kopf nach Osten zu schlafen. Westen ist auch okay, und Süden, wenn es nicht anders geht, ist auch okay, aber auf jeden Fall nicht nach Norden. Ja, das werde ich an anderer Stelle auch noch zitieren, aber passt hier ganz gut rein, weil für den einen oder anderen kann sich damit auch mehr Harmonie herstellen, wenn man das weiß, wir leben in einem Elektro-Universum, und Elektromagnetismus ist. Und was mir da auch klar geworden ist, ist die Beschreibung von seinem Nahtoderlebnis als Jugendlicher. Ich kenne Nahtoderlebnisse sehr gut. Und tatsächlich ist es so, dass es auch bei mir so war, dass man da enorm emotional wird und dass man an all die lieben Menschen und Verbindungen denkt und da noch mit dem Außen beschäftigt ist und wirklich stark davon überzeugt ist, dass man hier und jetzt und heute stirbt. Und diese Anregung, dass man statt sich mit dem Außen zu beschäftigen, dann nur die Frage, die wie ein Same in dir wächst, was bin ich, was bleibt da noch, wenn alles stirbt? Und dieser reine Fokus darauf, das ist für mich ein schöner Hinweis, dass wenn das nächste Nahtoderlebnis kommt, die nächste vollständige Auflösung, das Außen komplett loszulassen und in diesen Zustand hineinzufallen. Und ich merke es jetzt schon, wie ich sehr, sehr leicht diese Wahrnehmung wirklich öfter mal am Tag komplett habe, dass ich über die Wiese spaziere und dabei meinen Körper beobachte und auch meinen Geist, und mir absolut klar bin, dass das nicht ich bin. Und die Wahrnehmung, die dann entsteht, das ist das, was er angeregt hat, dass man vertieft, dass man übt, dass man da hinein investigiert. Weil daraus heraus, ja, es ist wirklich nicht beschreibbar. Und es ist ganz stark, also heutzutage würden wir halt sagen, das ist DMT Salvia, das ist genau die dissoziierte, losgelöste, im göttlichen Urlicht verweilende Existenz. Damals gab es die Worte halt noch nicht, dass das verknüpft wurde. Und es scheint mir, als ob Sri Ramana ununterbrochen in diesem delirischen High-Zustand über Jahre, bis er dann wieder halbwegs seinen Körper wenigstens wahrgenommen hat, dass er, und dann hat es aber immer noch angehalten, und es hat nie mehr aufgehört. Und
Das habe ich mich auch schon im tiefen Raum gefragt, könnte das eigentlich immer bleiben? Könnte das? Das ist ja der schönste Zustand überhaupt. So, ich will nie mehr zurück. Bitte lass es nie mehr aufhören. Und scheinbar hat es da jemand geschafft, dass es nie mehr aufhört. Und das, was er damit ausgestrahlt hat. Und das ist voll der Wahnsinn, dass es möglich ist, dass man das dauerhaft eingeschaltet behält. Dass dieses immaterielle Selbst, dieses immaterielle wahre Ich. Ja, und aus dem heraus schöpft. Aber dann gehst du mit einer ganz anderen Ruhe und Gelassenheit und Transzendenz an was auch immer da daherkommen mag im Alltag. Das ist magisch. Und dieses, es gibt niemals zwei verschiedene Beobachter, es gibt noch nicht mal einen Beobachter, ist ein heftiger Mindfuck. So von, es gibt nicht mal dich. Auch wenn du jetzt einen Körper und aus dem heraus wahrnimmst, das ist, zählt zu dem, was kommt und vergeht. Du kannst innerhalb dessen das zwar voll aktivieren und ich denke, es wird sehr möglich sein, dass wir die körperliche Existenz enorm verlängern bis zu dem Punkt, wo man sich bewusst entscheidet, in eine andere Form zu verwechseln. Und da werden wir noch rausfinden, wie es in den höheren Dichtestufen von Bewusstsein möglich ist, immer mehr Grenzen oder Pseudobeschränkungen zu transzendieren. Sei es Nahrung, sei es Schlaf, sei es Alter und all diese einschränkenden Konzepte. Wir können anwenden, diese, weil ja eh alles innerhalb von dir passiert, dieses ganze Theaterstück umzusortieren. Und darum ist es schon wieder spannend, das nach außen zu transportieren und mit möglichst vielen, die dafür bereit sind, zu teilen. Weil dann eben ein kollektiver Effekt entsteht, der in der Geschichte und in der Zukunft seine Spuren ziehen wird. Sind nicht alle erleuchtet, wenn einer erleuchtet ist?